Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute versuche ich die Frage zu beantworten, welche Dotting-Tools man wirklich braucht. Ich zeige euch erstmal, was ich habe, um die Frage besser beantworten zu können. Hier sind meine Nail-Art-Dotting-Tools, die ich schon ewig habe. Die nehme ich für die kleinen Punkte und für die Umrandungen. Für diese Punktumrandung und auch für Swipes und Swooshes. So, und hier seht ihr meine großen Dotting-Tools, also die Tools, die ich für die großen Punkte setze. Ich habe hier ein sehr umfangreiches Set, was sehr kleine, aber auch sehr große Punkte machen kann. Und hier einmal ein paar Beispiele dafür. So, hier seht ihr noch mein Swiping Tool. Das ist ein Tool so ähnlich wie das schmalste Nail Art Dotting Tool, hat aber noch eine etwas längere Spitze und geht ein wenig enger zusammen und man kann hier dadurch schöne dünne Linien ziehen. So, hier seht ihr einmal Mandala-Schablonen, nicht direkt Dotting-Tools, aber doch sehr wichtig, um schöne Mandalas zu machen, weil ihr mit denen natürlich wunderbar hier solche Gitter aufzeichnen könnt, die es euch leichter machten, spiegelgleiche Punkte zu setzen. Zu guter Letzt noch der Drehteller. Der Drehteller hilft euch einfach, die Punkte ein wenig schneller und leichter zu setzen. Okay, nun die Antwort zur Frage, was brauche ich wirklich? Ich habe das hier mal unterteilt und eigentlich finde ich, brauche ich persönlich nur einmal meine Nail Art Dotting Tools. Diese hier habe ich von Anfang an, so sehen sie auch aus. Und die großen Dotting Tools. Die Nail Art Dotting Tools gibt es meist in 5er Packs. Wiederum bei diesen großen Dotting Tools gibt es eine riesen Auswahl von Tools im Internet. Also, hier würde ich vorschlagen, sucht euch einfach welche aus, die euch gefallen. Das müssen nicht die teuersten sein. Das müssen nicht die sein mit den meisten Größen. Wenn ihr erst anfangt, nehmt vielleicht etwas günstigere, um das einfach mal auszuprobieren. Und dann könnt ihr euch ja upgraden. So, die anderen drei Sachen, die ich euch noch genannt habe hier, sind wirklich nice to have, aber die braucht ihr nicht unbedingt. Hier diese Mandala-Gitter oder die Mandala-Raster könnt ihr auch einfach mit einem Stift und Geodreieck einzeichnen. Auch der Drehteller ist nicht unbedingt nötig. Ich habe lange, lange ohne Drehteller gearbeitet und das ging wunderbar. Und auch das Swiping-Tool habe ich erst seit kurzem und habe sonst hier früher immer mit dem Nail Art Dotting-Tool die Linien gezogen und auch das geht wunderbar. So, ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Ihr habt ein wenig mehr Einblick bekommen. Stellt mir gerne Fragen in den Kommentaren. Und sonst wie immer viel Spaß beim Dotten.